FAB, 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 soll ich sagen. Was? FAB soll ich sagen. Mehr weiß ich. Ja, ich weiß wo, aber. Koppas. Tschüss. Mm-mm. Oh, ruf die nochmal an. Ruf die an, das. Nö. Hä? Oh, warum das denn? Die Maske runter. Bitte einmal Motor ausschalten und volles Fahrzeug. Flissende neu am Sultan. So, Herr Winkel. Ja, bitte. Sind Sie jetzt hiermit vorläufig fest? Hä? Wofür? Ja, halt an. Halt an. Ja, wollen die uns? Ja, die wollen uns. Jan, komm mal ran. Jan, komm ran an die Bulette. Ja, hier. Nee, der hier. Was ist Mike Tyson, was? Hey! Ich bin nicht Mike Tyson, bin Wung Chu, der allerechte Shaolin Kampfmensch. Okay, warte, kriege ich ein Autogramm? Ja. Okay, warten Sie mal kurz Zettel. Man nennt ihn auch den Schlussmacher. Gib mir Stift und Papier und ich schreibe dir ein paar Lines hier. Okay, alles klar. Mal der erste Stift und ein Zettel, bitteschön. Okay. Okay, ist fertig. Korrekt. Du hast fast mich angemalt. Danke. Ja, eigentlich laufe ich in meiner Kampfkleidung rum, aber heute mache ich einen ganz entspannten. Ganz entspannt im Regen? Ja. Okay. Ganz entspannten. Ich glaube, ich mache mich hier so auch gleich nochmal richtig entspannten. Das ist ein richtig entspannt. Ja, Mann. Aber nicht so entspannt, entspannt, sondern so richtig. So richtig, richtig. Entspannt. Entspannt. Wie sieht das aus? Ungefähr so, warte. Erzähl mir mehr. Du bist das Teekanne. Oh. Ich hab dich nicht erkannt, aber doch an dein Lachen erkenne ich dich. Oh, köstlich, köstlich. Heftig, ne? Ich kann das machen. Rufst du ihn an, holst du ihn her? Ja, Bruder. Na klar. Harry Henkel. Er wird nicht kommen, wenn die Schutz vom FAB haben. Dann kommt, dann wäre es jetzt eben. Genau, das ist die Frage. Digga, ihr seht voll gut aus durch die Scheibe. Ja, ich erreiche ihn nicht. Bist du sehen? Okay. Versuchst du es weiterhin zu erreichen? Ja, ich versuche es weiter zu erreichen. Merci. Ich erreiche, hallo, Leni. Ihr wisst ja, wo ich muss ist, ne? Ja, okay. Ja, dann. Hi. Die sechs verlassen jetzt das Gebäude hinten. Da, seht ihr das? Die kommen raus. Ja. Ja, lass zugreifen. Ich war kein Zugriffsfahrzeug. Komm, Digga, du musst los. Digga, oh. Wenn du springen willst, dann spring jetzt. Hinne. Wir greifen jetzt zu, anscheinend. Wir greifen jetzt zu. Jalla. Also, in das Parkhaus, da sind wir auf jeden Fall oben. Der bei Wrestle News. Alle hin, anscheinend. FAB, 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 FAB. Ruf jemanden an, hässlich, ruf jemanden an. Ja, ja. Oh, so viele Nummern, warte, warte. FAB, 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 soll ich sagen. Was? FAB soll ich sagen. Mehr weiß ich nicht. Ich soll FAB sagen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Levin, warum FAB? Weil Leni FAB irgendwo gespottet hat. Ja, Leni hat FAB gespottet. Die fahren hier rum. Leni hat FAB gespottet. Wo? Die fahren hier rum. Scheiße, die fahren hier rum. Okay, FAB fährt hier auch rum. Also, Secret. Das war nicht der Wagen von denen, Digga. Weiß ich nicht. Seid ihr in was für ein Auto seid ihr rum? Weißen Sultan. Okay, auch rein. Auch rein. Full High, Digga, ist egal, nichts mehr. Die haben ihn? Okay. Hm? Wo? Wo seid ihr denn? Wo sollen wir denn hinkommen? Ja, ich weiß wo, aber. Koppas. Tschüss. Oh, ruf die nochmal an. Ruf die an, das. Richtung South. Ruf die an, dass das South. Ja, Richtung Southside fahren vier Cops mit Blaulicht. Sieht aus wie ein fetter Konvoi, Digga. Kann sein, dass sie euch geortet haben über Laptop oder so. Die fahren in neue Richtung, die fahren.
fahren in eure Richtung. Ja, die fahren in eure Richtung, sag das. Die fahren in eure Richtung? Ja, komm einfach hier hin. Bleib mal am Telefon. Wir fahren hinterher. Aha. Sind gerade vier Streifen auf dem Weg. Ja, die fahren in der Richtung. Nicht so offside. Ja, da hören wir die schon, den Konvoi. Ja, und wir haben vier Bullen am Arsch. Kann es sein, dass du das Dispatch geschickt hast, kleine das Ratte? Glaube ich. Ein bisschen komm mal hinterher, Bruder, wir sind hinter denen. Fahr hinterher. Oder sind die Flughafen gefahren? Die können sein. Ja, sind okay, fahr langsamer. Fahren zum Flughafen. Das war echt ein knappes Höschen, du. Ich dachte jetzt echt, dass die hier kommen. Ja, dann seid ihr aber nicht beim Schrappers, Bruder. Wenn ihr die schon gehört habt. Hast du die anderen auch angerufen, Beifahrer? Ach, da. Bleib bei denen hier. Naja, behalt im Auge. Im Auto behalt. Oder seid ihr völlig geistig behindert? Ich bin geistig behindert. Ja. Naja, was ist denn das für eine Frage, Digga? Allein schon. Muss nach rechts. Okay, dann versuch weiter das schwarze Auto anzurufen. Folgt uns mal, Sultan. Normal, hau rein. Fahr hinterher. Und maskieren. Maskieren. Ja. Warte mal hier am Rand hier. Pack mal Rand. Oder werden wir jetzt auch verfolgt? Warum? Weiß ich nicht, werden wir verfolgt? Ja, warte mal. Nee. Warum das denn? Nimm die Maske runter. Bitte einmal Motor ausschalten und vor das Fahrzeug. Wie viele sind denn euer am Sultan? Zwei. Oh, wir haben nichts gemacht, alles gut. Wie viele seid ihr? Pack mal Handschuhfach. Ich leg kurz auf. Jo. So, Kollege hat gerade. Ja, alles gut. Ja. Perfekt, danke. Okay, schönen danke Abend schön. Ebenso. Lass der Bruder noch nicht losfahren. Nein. Jetzt. Fahr. Sind irgendwo da hinten. Ja. Gib mal meine Munition bitte wieder. Ich wollte, dass du ihn alles ins Taschenfach packst, weißt du? Wir sind mit einem grauen Chefter LWB unterwegs. Ja, okay, Cops hier an der Straße. Das sieht wohl so aus, als wenn wir gleich da irgendwo hinkommen. Ja, wir fahren gerade Richtung. Wo seid ihr gerade? Wir sind gerade Richtung Sandy rein, Richtung Lager. Okay, alles klar, wir kommen auch in die Richtung. Wir sind auch okay. Ja, 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 hier ist das. Ja, wir kommen, wir sind auf dem Weg. Das ist am Hotel, beim Eastern Motel. Sind die festgenommen worden? Ja, hier ist alles full, Digga. Hier ist alles full. Ja, wie sollen wir die jetzt rausholen, Alter? Keine Ahnung. Cops hauen uns auch hinterher. Cops wollen uns anhalten. Ich rufe Dings an. Du bleibst hier stehen. Schon wieder? Fahr weiter, Bruder Herz. Jo, bis dann. Ja. Hey, ja, halt an. Ja, perfekt. Wollen die uns oder? Ja, die wollen uns. Steigt der Fahrer bitte einmal aus? Ja, steig mal aus. Mach den Motor aus und schon wieder? Waffen weg, alles weg. Scheiße, so, Herr Winkel. Ja, bitte. Jetzt hiermit vorläufig fest. Hä, wofür? Sie dürfen sich gerne umdrehen, ich würde den gerne dann. Nee, ich will erst wissen, wofür. Ich will erst wissen, wofür. Nee, ist nicht. Warum? Gut, ich belehre Sie hiermit. Alles, was Sie sagen kann, wird gegen Sie. Wofür? Sie haben das Recht zu. Mach gar nichts. Wofür? Ich will erst wissen, wofür. Ich werde gar nichts machen hier. Wofür? Ich bin hier normal auf der Straße gefahren, wurde angehalten. Allgemeine Personenkontrolle, ich werde festgenommen. Lassen Sie mich gerade verarschen? Sie mich ausreden oder ja, dann red! Wofür werde ich jetzt mitgenommen? So. Sie sind Angehörige der Gruppierung Kiez. Kiez ist ab sofort als terroristische Vereinigung geführt. Sie werden hiermit festgenommen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Hä, was hab ich denn gemacht, nur weil ich der Gruppe angehöre? Ja, sie sind dumm, Digga. Sie sind einfach nur dumm, Digga. Hier, lutsch mein. Heftig, Digga. Ja, dann nimm mich fest, Digga. Für gar nichts. Ihr seid wieder so lächerlich, Digga. Habt ihr nichts anderes? Guck mal, hinten klaut jemand eine Blume. Nimmt den doch mit. Schwanz, Digga. Digga, ihr seid so lächerlich, Bruder. Was? Was hat er denn gemacht? Hat er euch angegriffen oder was? Was schießt du auf ihn? Digga, ihr seid so geistig durch, ne? Ihr werdet von Tag zu Tag schlimmer. JVA, ja? Was? Mich in die JVA?
Nee, ich will meinen Anwalt sprechen. Ich will meinen Anwalt sprechen, bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme. Haben Sie recht so? Ja, will ich jetzt einreichen, jetzt direkt. Ich sehe mir eben die jetzt Rechte. Sie haben gleich, habe ich gerade schon letztendlich nicht verstanden. Ich lesen Sie gerne nochmal vor. Ja, ich bin hier dabei. Nee, ich habe die Rechte schon gehört. Ich brauche die nicht nochmal hören. Also haben Sie die verstanden? Ja, habe ich verstanden. Ja, dann haben Sie gleich in der JVA die Möglichkeit, einen 3-Minuten... Nee, ich gehe nicht in die JVA. Ich gehe nicht in die JVA. Ich weiß nicht, wofür. Wofür? Sag mir einen verfickten Grund, wofür ich in die JVA komme. Halt dein Maul. Wofür komme ich in die JVA? Wofür komme ich in die JVA, du Schwanz? Jetzt. Ich will es jetzt wissen. Jetzt. Wofür? Weil ich zum Kiez gehöre oder was? Also darf ich nicht mal frei rumlaufen, nichts einkaufen, nichts essen, weil ich zum Kiez gehöre oder was? Warten wir ganz kurz. Dann warten wir. Ich will jetzt mein Handy haben, ich will jetzt meinen Anwalt anrufen. Und ich will hier nichts mehr hören. Ich will jetzt meinen Anwalt anrufen. Jetzt. Sie haben gleich die Möglichkeit. Jetzt, nicht gleich. Ich habe nichts gemacht. Ich bin eigentlich ein freier Mensch. Ihr nehmt mich mit also, für nichts. Ich bin jetzt ehrlich zu Ihnen, ja? Ja. So also, wie Sie mit mir reden, rede ich nicht mit Ihnen. So, wenn Sie möchten, dass Sie auch so angesprochen werden, können wir das wisst gerne. Wisst ihr, warum ich so mit euch rede? Nee, mach ich nicht, Digga. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, dann komm doch raus. Dann mach mir die Hand fesseln ab, Digga. Ich möchte jetzt nichts mehr hören. Sie stören hier komplett die Maßnahme. Ja, Sie stören meine Maßnahme, meine Freiheit, die ich verdient habe. Ja. Gut. Haben wir's geklärt, ja? Digga. Was geklärt? Ich sitze hier immer noch nicht auf ohne Grund. Jetzt sitzen Sie Ihr Telefon noch. Ja, warum? Haben Sie, ja? Ja. Gut. Dann will ich jetzt meinen Anwalt anrufen. Richtig, dürfen Sie jetzt. Ja, mach ich jetzt auch. So. Hey, Freeze, was geht? Ja. Pass auf. Die geilste Geschichte, die du jetzt in deinem ganzen Leben hörst. Ja. Ich stehe gerade an der JVA. Die Cops wollen mich in die JVA stecken. Weißt du warum? Warum? Die haben mich mitten auf der Straße mit einem Kollegen angehalten. Ich war unbewaffnet. Wir haben nichts gemacht. Wir sind sogar angehalten bei Blaulicht. Ja. Wir sagen, ihr gehört zum Kiez. Kiez ist eine Terrororganisation und wir stecken euch jetzt in die JVA. Was soll das denn? Ja. Komm mal bitte zur JVA und klär das mit denen. Ja, ich gehe hier nicht rein. Ich wehre mich bis zum Tod. Ich gehe nicht in die JVA. Ich habe nichts gemacht. Ja. Diesmal habe ich nichts gemacht. Alles klar. Alles klar, bis gleich. Alles klar, ciao. Alles klar, gut. Dann dürfen Sie trotzdem schon mal, wie gesagt, ne? Mit mir mitkommen. Nee, genau. Ich werde warten, bis mein Anwalt hier vom Tor steht. Nein. Wozu das denn? Welche Strafe denn? Okay, ich erkläre das mal anders. Ja, erklär es mir anders, bitte. Sie befinden sich gerade in einer polizeilichen Maßnahme. Ja. Ich habe Sie bereits belehrt. Ja. Und Sie treten sozusagen jetzt Ihre Untersuchungshaft an. Welche Untersuchungshaft? Was habe ich gemacht? Genau, willst du mich verarschen? Du kannst mir nichts vorwerfen, nichts. Aber ich kann Sie gerne wieder anschreien, wenn Sie möchten. Ja, dann schrei mich an. Schrei doch, mal gucken, wer lauter schreien kann. Das Niveau muss ich mich nicht herablassen. Ja, ich weiß, du hast nämlich noch ein tieferes Niveau als ich. Mich mitten auf der Straße mitnehmen und sagen, ich bin Terrorist oder was? Wer bist du denn, Digga? Wer bist du, dass du das sagen darfst? Komm doch an hier. Dann zeig doch mal, dass du dicke Eier hast. Oder sind deine Eier unter der Weste? Ne? Irgendwo da, tic-tac groß oder was? Die finden sich wie bei jedem Mann zwischen den Beinen. Und ja, genau. Ja, ich bin ein ganzer Mann, Digga. Ich stehe hier. Gut. Ich warte, bis mein Anwalt hier steht. Ich mache nichts, bis mein Anwalt hier steht. Ja, nee, eben nicht. Sie es ist nichts, nichts, kein Gericht, nichts hat was gesagt. Nur ihr kommt auf die... Nee, ich sehe das nicht ein. Ich sehe das nicht ein. Hören Sie mir bitte. Ich bleib genau hier stehen. Ich bleib genau hier sitzen. Ihr könnt mich hin. Wenn Sie das nicht möchten, führe ich Sie gerne auch persönlich ab. Ich habe Respekt, aber nicht von Leuten, die mich auf der Straße anhalten, sagen, ich bin ein Terrorist und mich mitnehmen zu JVA und sagen, ich komme in die JVA für nix. Dann hören Sie mir bitte kurz zu. Ja. Wir werden Sie jetzt abwickeln, so wie eh und je. Das kennen Sie ja schon. Ich warte, bis mein Anwalt kommt. Ihr Anwalt kann Sie auch gerne drin im Besucherbereich besuchen. Wollt ihr gerade Hops nehmen oder was? Ihr nehmt mir doch eh gleich wieder das Telefon ab und ich kann mich wieder nicht mit ihm verständigen. Richtig, das Telefon wird Ihnen abgenommen. Das ist ja, und wie, woher soll er wissen, wo ich bin? Da kommt er doch. Kommt er da gerade? Dann will ich erst mal mit meinem Anwalt reden. Nix ist hier. Nein. Nix ist hier. Mit Ihrem Anwalt können Sie sprechen, wenn Sie den Maßnahmen gefolgt sind. Wenn Sie das nicht tun. Ich sehe das hier nicht ein. Nein, ich sehe das hier nicht ein. Nein, ich sehe das hier nicht ein. Das ist reine Schikane. Das ist reine Schikane, weil ihr pisst seid. Nur weil der Kiez ein paar Sachen gemacht hat. Dafür, wofür wir schon gerade standen. Wir haben alles bezahlt, alles gemacht, wir haben alles abgesessen. Jetzt kommt ihr seid Terroristen, ihr kommt jetzt in die JVA. Nee, was denn? Vielleicht sollten Sie sich mal Gedanken machen, welche Menschen Sie sich abgeben. Ja, was ist denn passiert? Ja, das kann ich Ihnen so leider nicht sagen, weil ich tatsächlich da unter... Ja, dann kann ich auch so leider nur sagen, dass ich das nicht einsehe hier gerade. Ja, das kann ich durchaus verstehen, ich wäre auch so überrascht wie Sie. Ich kann Ihnen aber nur das sagen, was man mir gesagt hat. Und das ist die Anweisung, Sie wissen... Ihr wollt mich nur schikanieren, wer ist das nicht? Ihr habt ja wieder nichts zu tun, ne? Jetzt hier um Platz laufen lassen würde, mit den Handschellen dran.
Ja, und weißt du, was ich machen würde? Ich würde mich hinsetzen und dich anschreien. Das würde ich machen. Bitte? Ich würde mich hinsetzen und dich anschreien. Nicht um Platz laufen wie ein Köter. Ja, dann machen Sie das. Mein Respekt vor euch ist schon längst weg. Schon lange weg. Selbst das FIB, vor dem habe ich kaum noch Respekt. Weil ihr eure Arbeit scheiße macht. Jedes Mal schließt ihr die Akten nicht, die auf sind. Ihr nehmt uns mit, ihr schikaniert uns, ihr seid überall, wo wir sind. Wenn wir unsere Ruhe haben wollen, dann nervt ihr uns. Überall seid ihr nervt einfach nur. Füllt ihr den Hennis bitte ab? Ja, komm, Digga, ja. Einfach abfüllen, standardgemäß. Ja, genau. Ja, ja. Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, kommen wir auch nicht, Digga. Heftig. PD10, ne? Richtig. Ja, geil. Wie ist Ihr Name? Ach, den müsstet ihr doch schon in- und auswendig kennen. Ich kenne ihren Namen nicht. Ja, siehst du, wenigstens einer, der hier seine Arbeit richtig macht. Ja, Blade Winkel. Gut, Herr Winkel. Möchten Sie mich jetzt bitte begleiten? Nee. Ich will erst mal einen Anwalt hier sehen. Und ich will von meinem Anwalt hören, dass das rechtens ist, was sie hier gerade macht. Weil das ist nicht rechtens, das ist... Jemanden vorbeibringt und wir sie hier einliefern sollen... Ihr behandelt mich gerade wie ein Tier, ihr sammelt mich auf der Straße... Rechtens. Ihr sammelt mich von der Straße ein und wollt mich hier reinsperren wie ein Tier. Sehe ich aus wie ein ausgeflohener Affe oder was? Herr Winkel, ich habe sie nicht auf der Straße. Ja, schön. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, wofür ich sie hier setze. Ich lege Ihnen Handschellen an und zerr sie mit. Was für Zerren? Soll ich Ihnen mal was sagen? Wenn ich in die OVA komme, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Dann weiß ich, wofür ich verurteilt wurde. Und dann weiß ich auch, wofür ich sitze. Und hier weiß ich gar nichts. Wir haben das jetzt 5, 6, 7 Mal von uns gehört, warum Sie hier sind. Ja, ich höre nur Kiez. Du bist vom Kiez. Bla, bla. Was habe ich denn getan? Ach so. Du bist auch eine ganz, ganz große, ne? Ja, hier, leg mir die Handschellen an. Genau. Das hat der Kollegin gerade gesagt, dass er ihnen die Handschellen wieder anlegen wird. Ja, genau. Siehst du diese Hände hier? Du wirst noch öfter sehen. Ich muss ihn nochmal klären. So aus. Langsam wird sie etwas voll. Ja, deswegen. Okay, sorry. Es dauert wieder 100 Jahre, bis ihr irgendwas auf der Kette kriegt. Ja, weil ihr unfähig seid, Digga. Weil ihr unfähig seid. Ja, laber mich nicht dicht, Digga. Stellen Sie nicht so blöde Fragen. Ja, dann laber mich so blöd voll hier. Ich zieh mir die Klamotten nicht an, Digga. Da könnte lange warten. Wofür? Ich zieh die nicht an, Digga. Könnte Wollen nicht Sie durch. Ihre Größe selbst raussuchen oder soll ich Ihnen etwas raussuchen? Ja, du kannst mir Größe gerne raussuchen. Das ist XXXXXXXXXXL. Habt ihr ja, die? Dann nein. Ihr Ego. Und jetzt das andere, die Körper. Ja, nix werde ich hier anziehen. Nix. Nix? Nix. Schade. Gut. Wie sieht's aus? Es ist aktuell kalt draußen. Wie wär's denn mit S? Bauchfrei soll innen sein, habe ich mir sagen lassen. Bist du lustig, heftig. Ne? Dann sind wir geil. Ja. Geil. Den also, dann verstehen hast wir uns. Hast du eine eigene Comedy-Show oder so? Bist du richtig lustiger. Mit wie vielen Leuten steht überhaupt? Oh, anscheinend bin ich ja doch ein Terrorist. Ja. Ja, könnt ihr mir meine Handfesseln abnehmen? Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas machen kann. Guck mal, da hinten wird sogar gelacht, Digga. Da wird sogar noch drüber gelacht. Ich hab eine Bombe an mir. Ja, genau. Wollte mich nicht noch röntgen, ich hab vielleicht noch eine Bombe in mir. Du lügst. Darf ich mal ganz kurz durch? Natürlich. Habt ihr jetzt alle unsere Leute eingesammelt? Habt ihr nichts zu tun? Hallo, können Sie mir mal in die Augen gucken, wenn ich mit Ihnen rede? Ja, ich guck dir in die Augen, guck mir mal in die Augen. Hi. Natürlich. Ich hab Wollt ihr mich gerade hops nehmen hier? Was ist denn Ihr Problem? Ich werde auf der Straße angehalten, allgemeine Personenkontrolle und werde mitgenommen in die OVA. Ja, weil ich ein Terrorist sein soll? So sieht es aus. Wir haben den Auftrag bekommen, sämtliche Mitglieder von ihrer Gruppierung. Wie von wem? Ja, wer hat euch den Auftrag dann gegeben? Der Richter. Der Richter. Ja, so sieht es aus. Dann soll der Richter mal hierher kommen und mir das ins Gesicht sagen. Ja, geschworenen Prozess, was ist das? Ja. Dass da irgendwie Geschworene aus dem normale Bürger das Urteil denn also mitfällen. Die hören sich das an und sagen dann ja oder nein. VTF! Ja, dann suchen sie wahrscheinlich Leute aus, die den Kiez sowieso nicht leiden. Ja, Mann, wollte ich gerade sagen. Genauso wird das laufen. Tschüss! Lass uns das mal. Ist das geil, ich geh gleich schlafen, Digga, ist das geil. Ja, bleib mal ganz ruhig jetzt. Die holen irgendwelche Bürger, die wahrscheinlich noch parteiisch sind. Koi und hier, Karl. Ja, ich nehme Leni. Nee, warte mal, könnt ihr mal eben kurz uns alleine lassen? Ja, ich warte. Ach du, Digga, wenn ihr das hört, Jungs, wenn ihr das hört, was ich gerade gehört habe, ne, dann tschüss. Ja, du bist wieder dumm, du immer so überdramatisierst wieder. Nee, hör zu. Ja, ich liebe dich, Bruder. Aha, ich auch. Weißt du, Frank hat ja schon mit nichts gesprochen, ne? Mit Langstau?
Nein. Ja, doch. Hat er. Also, der Fakt ist so. Ihr seid als terroristische Vereinigung eingestuft. Alle Mitglieder des Kiezes werden hier eingesperrt. Können sich stellen, das habt ihr schon mal sehr gut gemacht. Und ihr kriegt am Donnerstag, voraussichtlich Donnerstag, eine Verhandlung, wo ihr aber nicht alle vor Gericht erscheint, sondern stellvertretend für euch, ich sag mal, euer OG, also Frank, denke ich mal, angeklagt wird. Und da geht's, sind alle Fälle, die bisher waren, sind damit inbegriffen. Das heißt, hier Crow und Fonte haben morgen auch keine Gerichtsverhandlung mehr, sondern auch nur das am Donnerstag. Und da geht es dann vorrangig darum, ob ihr hier auf der Insel noch verbleiben dürft oder nicht. Was? Tschüss. Ich dachte, Sweeney hat uns und gesagt, dass wir lebenslang hier absitzen. Sweeney hat das zu mir gesagt, ja, dass wir sehr wahrscheinlich nicht ausreisen. Es geht halt nur darum, ob wir lebenslang hier bleiben oder halt. Das ist das, was der oberste Richter zu mir gesagt hat, der Langstau. Freeze, ich habe mal eine Frage, ja? Ja. Woher wissen die denn, wer zum Kiez gehört und wer nicht? Das ist eine gute Frage. Weil wenn du meine Akte checkst, ich habe noch nicht ein einziges Ding gemacht. Woher wollen die wissen, dass ich zum Kiez gehöre? Ja, zum Beispiel, genau, weißt du? Also es gibt, ich weiß, dass das FAB eine Akte hat. Ja, aber das sind ja auch nur Vermutungen. Das sind ja auch nur Vermutungen, weißt du? Ja, genau. So, das aber ist ja nur sowas wie, guck mal, da ist ein Fonte, der hängt mit einem Frank rum. Oh, richtig. Der gehört dazu. Ja, genau. Ah, genau, guck mal, genau. Da ist ein Jan, der hängt mit einem Frank rum. Okay, der gehört auch dazu. Ja, nein, nein. Ey, Jungs, bisschen leiser ist, da, euer Gespräch. Ja, bleib doch mal. Aber Freeze, jetzt erzähl mal, wie die Fahndung ablaufen wird, wer darüber entscheidet, was du mir gerade erzählt hast. Das ist heftig. Und das Ganze wird mit einem geschworenen Gericht passieren. Heißt, es werden ganz normale Bürger dazukommen, die sich das Ganze anhören und das dann beurteilen werden, und auf deren Grundlage will das Gericht dann eine Entscheidung fällen. Also irgendwelche random Menschen können über unser Leben. Genau. Ja, auch die. Ja, genau. Wiederhol nochmal bitte. Also, wie gesagt, ich hatte mit dem Langstau gesprochen. Ihr bekommt die Möglichkeit, am Donnerstag wird es ein Verfahren gegen euch geben. Nur mit einer Person, also stellvertretend, ich sag mal Anführer OG, ich denke mal Frank wird das machen, oder? Der angeklagt wird für die ganze Gruppierung. Und auch alle Vorfälle, die bisher offen sind, werden dort mit involviert sein. Und da geht es nur darum, ob ihr hier verbleiben dürft oder nicht. Wie viele